auch so im Zwischenmenschlichen, was da für Machtkämpfchen oft sind. Das sind alles so Energiespielchen. Wer ist der Stärkere jetzt? Diese ganzen Dinge, das kostet Kraft, das kostet Energie. Es ist sowas von überflüssig. Liebe Freunde, da muss man so aufpassen mit dieser ganzen Kraft. Und Bruno Gröning, der hat das gesehen. Für den war das sichtbar. Mutter und Tochter sitzen in der Gemeinschaft. Da hat er sofort gesehen, was da los ist. Der wusste genau, warum die Tochter krank ist. Nicht, weil die ein böser Mensch ist, weil die so eine Mutter hat, die sie aussaugt, die sie nicht alleine lässt. Hast du dein Tässchen leer getrunken? Hast du deinen Schnürsenkel zugebunden? Da kann keiner sich entfalten, da kann keiner glücklich werden, da kann keiner frei sein. Das geht gar nicht. Auch dieses Beispiel, wie meine Mutter das erzählt hat, wie eine Mutter mit ihrem Kind kam und bitte, bitte für das Kind, für das Kind, für das Kind, für das Kind. Nur um gedanklich auf das Kind, weil das Kind krank war. Und plötzlich kriegt die auf einmal Schmerzen, die Mutter, und sagt, tut ja alles weh und von oben bis unten. Und dann sagt der Herr Gröning, ja, jetzt spüren Sie das, was Ihr Kind immer spürt. Und dann war sie so mit sich beschäftigt, sagt er, jetzt können Sie nach Hause gehen. Und dann war sie so enttäuscht. Aber sie ist nach 3 Wochen wiedergekommen mit dem Kind und es war gesund. Weil Bruno Gröning diesen kurzen Moment, wo die Mutter nicht an das Kind gedacht hat, sondern an sich gedacht hat, weil es alles wehgetan hat. Da war sie so mit sich beschäftigt, hat das Kind vergessen. Und diese Sekunde konnte Bruno Gröning nutzen, um alles dem Kind zu geben, was es brauchte. Und dann war das Kind freigegeben. Es war für eine Sekunde frei. Und vorher hatte sie ja die Hand drauf. Das hat er alles gesehen. Und sieht es auch so im Zwischenmenschlichen, was da für Machtkämpfchen oft sind. Das sind alles so Energiespielchen. Wer ist der Stärkere jetzt? Diese ganzen Dinge, das kostet Kraft, das kostet Energie. Es ist sowas von überflüssig. Liebe Freunde, der ganze Körper lebt. Das ist alles von Energie. Alles ist in Bewegung. Alles ist Elektrizität. Es fließt, es strömt. Der Heilstrom, den spüren wir. Manche sagen, das ist wie elektrischer Strom. Und dieses wundervolle Gebilde, Körper, und dann in Verbindung Körper, Geist und Seele, diese Einheit. Sie können sich vorstellen, durch dieses unglaublich komplizierte Gebilde will diese Kraft harmonisch durchfließen und alles am Leben erhalten. Und wenn wir jetzt mit solchen ganzen Geschichten Hass, Zank, Streit, Missgunst, Eifersucht, Neid und all diese Dinge, das sind ja alles solche energetischen Kreuz und Quer und Blitz und Donner, was da abläuft. Da verkrampft sich ja alles. Und jetzt will dieser Heilstrom durchfließen. Irgend so ein Eifersuchtsstrang ist durchgequetscht, da geht nichts durch. Dauerhaft geht nichts durch. Dann wird das dahinter unterversorgt. Ja, und dann fragen wir, wo sind wir krank? Dann gehen wir zum Arzt. Pülverchen, Mittelchen, Spritze, dies und das. Aber das ist ja nicht frei. Und jetzt kommen wir in die Gemeinschaft. Hände auf, Herzchen auf, alles mal loslassen. Keiner nimmt ihnen was weg. Und dann merken sie auf einmal, wie die Zellen in ihrem Körper sich entspannen. Und nach 2 Stunden, 2,5 Stunden, wenn die zu Ende ist, was ist los mit mir? Liebe Freunde, das ist normal. Das ist der normale Zustand eines Menschen. Nur sie dachten, was davor ist, ist normal. Und da führt uns der Bruno hin. Achten Sie auf Ihren Körper. Und wenn sich irgendwann irgendwo was zuzieht, dann wissen Sie, stopp, da stimmt was nicht. Ja, Herr Häusler muss ja nur noch in der Badewanne liegen, sonst gar nichts mehr. Auch in der Badewanne können Sie negative Gedanken haben, wo sich dann alles zusammenzieht. Aber loslassen. Verstehen Sie? Und wenn Sie das jeden Tag machen, 2-mal am Tag, und immer öfter und eigentlich dauerhaft, wenn Sie in diesem entspannten Zustand bleiben, wo diese ganzen göttlichen Kräfte in Ihnen fließen und walten können und schalten, die wissen genau, was sie tun müssen. Brauchen wir gar nicht mitzuarbeiten. Das machen die selber, liebe Freunde. Dann wird der Körper ganz gesund. Dann bleibt er ganz gesund. Und deswegen diese ganzen negativen Dinge, lassen Sie einfach beiseite. Das ist doch viel schöner.